So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir mit Lilith versucht, in die Chest zu kommen. Sind auch in die Chest gekommen, aber dann wollte ich zu viel und habe Mega-Satan herausgefordert. Anstatt mich einfach mit den Sachen, die ich hatte, hätte ich mich einfach zu Dings begeben sollen. Und dann hätte sich die Sache erledigt gehabt. Und, fällt euch auf, das Papier ändert sich. Bei Azazel ist das Papier jetzt verkrümelt. Er hat Delirium besiegt. Und bei Lilith ist das Papier jetzt verkrümelt. Die hat auch Delirium besiegt. Also da ändert sich das ganze Papier. Nicht nur das Symbol. Okay. Danke an Counter, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. So. Was haben wir für einen Curse Maze? Okay. Wir gehen gleich mal hier rein. Wenn es kacke ist, gehen wir wieder raus. Wir bleiben drin. Jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, mit dem Vieh zu schießen und nicht mit Lilith. Na, dadurch, dass wir den Traktorstrahl letztes Mal hatten, war das so insane gut, dass das einfach wieder diesen Effekt rückgängig gemacht hat. Das war super gut. Leider ist das jetzt hier natürlich nicht mehr der Fall. Was etwas ärgerlich ist, aber gut. Müssen wir uns erstmal wieder daran gewöhnen, jetzt mit dem Viech zu kämpfen. Na? Mal gucken, was es uns so bringt. Dieser One. Der letzte One war so, ich hätte das Blue Baby einfach weggesnackt. Ich hätte es einfach weggesnackt. Leider hat es nicht funktioniert. Und Tech 5 bringt mir jetzt überhaupt nichts. Oh nö. Tech 5 hat überhaupt keine Auswirkung. Oh, das ist kacke. Oh, das ist kacke. Oh, Tech 5 ist so ein schönes Item. Ja, komm, dann starten wir mal. Nope. Hab mich gewundert, wann es explodiert, aber okay. So, damit kann man mal starten. Nein, ich habe keine Bombe. Willst du mich verarschen? Nein, das lassen wir mal schön bleiben. Okay, da ist der erste. Guck kurz die Geheimräume durch, dann wissen wir, ob wir weiterspielen oder nicht. Los, Lama schon mal 2, das ist auch ganz cool. Ah, lol. Aber dann haben wir nochmal Geheimräume für die nächste Ebene auf jeden Fall schon mal sicher. Das ist auch in Ordnung. Oh, jetzt eine Bombe. Jetzt eine Bombe. 5 Münzen und die Bombe ist mir. Der blaue Stein ist mir. Aber dafür brauche ich erstmal 5 Münzen. Müsste so ein Tränending, müsste ich schaffen, hier bei den Steinen... Nein, komm! Oh, das Ding ist halt, die kommen nicht her, die laufen vor mir weg. Ja, das kann ich knicken. Bis ich die da drüben habe, das ist mir jetzt zu blöd. Ah, ja, mach Bumm! Oh. Das war's komplett. Was soll's? Ja, geh dahin. Ja! Ja, das hat doch sogar gar nicht mal so schlecht funktioniert. Eine Münze haben wir schon mal. Lull? Der Rot? Nee.
Ja gut, ne? Jetzt ein Dark Bomb und dann wäre alles cool. Leider haben wir den nicht. Hört auf, weiter Spielen zu generieren. Geh erstmal kaputt, Kollege, okay? Cool. Schön, dass wir drüber geredet haben. Mehr Tiers Up ist in Ordnung. Ist noch nicht der beste Start, aber wir können was damit anfangen. Ah! Oh. Interesting. Tschüss. Cool. Leider keine Bombe bisher dabei gewesen. Eine Bombe wäre cool wegen hier blauem Herz. Okay. Aber wir haben schon mal eine... Okay, wir brauchen zwei Bomben mindestens. Erst, ich weiß jetzt nicht, wie ich dem ausweichen kann, wenn der zu fett ist. Der ist einfach zu fett. Geh weg. Geh weg. Oh boy. Junge. Riskante Geschichte hier. Okay, mehr HP ab. Kann man mitnehmen. Wird halt ein bisschen langsamer, aber es sind halt gute HP ab. Ist ja... Oh mein Goodness! Ein... Entweder Call Room oder halt eine Trapdoor. Wir werden sehen. Alter, hier ist ja einfach alles in der Ebene. Was zur Hölle? Ebene ist ja schon in dem Raum. Shop, Trapdoor. Geheimraum ging nach drüben weg. Bitte sei ein Crawl Space und keine Trapdoor. Das wäre cool. Okay. 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 Es ist so ein langer Raum. Ich bin so ungeduldig. Ich will endlich wissen, was in dieser Tür ist. Mann, geh weg jetzt. Hasse es, wenn ich warten muss. Es ist ein... Nice. Sehr nice. Ja, schade. Ach, auch noch getroffen. Scheißvieh. Es ist nicht der beste Crawl Space, aber er ist okay. Es ist ein Aufrüstungs-Crawl Space. Wir haben immerhin Bomben bekommen. Das ist gut. Wir haben gesagt, wir brauchen Bomben. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt ist ein Shopbesuch auf jeden Fall Pflicht.
Dann würde ich doch tatsächlich jetzt die Blue Map mitnehmen. Dann sprengen wir einmal den Stein hier. Dann sprengen wir einmal die Kollegen da unten. Und dann gehen wir. Die Ebene hat einiges gebracht. Die ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber sie ist okay gewesen. Eine gute Basis, sagen wir es so. Eine gute Basis, auf der man aufbauen kann. Wenn jetzt der Satan-Deal sich auslösen würde, wäre es cool, weil dann... Na, aber das Problem ist, der ist jetzt halt nur noch bei 36%, weil ich leider Schaden genommen habe. Aber was soll's. Ah, so. Nein, nicht hier treffen lassen. Tschüss. Nee. Ist das blaue Herz weg? Tschüss. Ja, schade. Aber immerhin Damage und HP ab. Das ist auch nice. So, und wenn mich nicht alles täuscht, dann sorgt dieses Item, was ich gerade eingesammelt habe, dafür, dass ich ein weißes Herz am Anfang bekomme. Und wenn ich das... Genau. Wenn ich das jetzt durchziehe, dieses weiße Herz, kriege ich jedes Mal ein HP ab. Was nice ist. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt dafür sorgen, dass wir die blauen Herzen behalten. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Dass wir immer die blauen Herzen behalten, dann kriegen wir immer schön HP ab. Nein. Nicht treffen lassen, dann ist das weiße Herz weg. Willst du, dass das weiße Herz weg ist, du Depp? Willst es doch gar nicht. Also spiel gescheit. Warum hast du dich jetzt da treffen lassen? Das war komplett dumm, Kollege. Oh je. Eieieiei. Okay. Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Nice. Damit haben wir wieder mehr Schild vor unserem Herzen. Vor unserem weißen Herzen. Sehr nice. Yo. Yo. Leider ist unser Schuss noch überhaupt nicht gut. Also da müssen wir noch ordentlich dran arbeiten. Oh, nice. Hi. Oh, nicht so nice. Immerhin ein, was ist nice. Und verzieht euch. Oh, Mann. Ah, lass mich da raus. Das ist auch wieder schon ein Raum, der ewig dauert und keine Probleme bereitet, sondern einfach nur ewig dauert. Komm, Abflug. Raus da. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. So. Oha. Ja, müssen wir rein. Müssen wir rein hier in die Bude. Das war nicht so geil. Ah, das hätte ich, also das hätte besser laufen können. D-
Das hätte deutlich besser laufen können, was die Items angeht. Aber gut, weiß man halt vorher nicht. Muss man ausprobieren. Bei so viel Kisten muss man da auf jeden Fall reingehen. Jo, das war knapp. Okay. Ich bin ganz schön langsam noch. Ah. Okay. Und jetzt ihr noch. Ihr könnt spucken, ne? Aber es juckt nicht, weil ihr nicht mehr spuckt. Gut, sehr gut. Ja, okay. Insgesamt auf jeden Fall einen Gewinn gemacht. Und da ist mein Itemraum. Sehr schön. Und da ist ein fucking Mini-Pin wieder. So, weg ist er. Ich hoffe, nicht noch einer hier in dem Raum. Dann sind wir happy. Sehr gut. So, was haben wir hier? Ja, White Shot. Das nehmen wir mit. Wir nehmen weiter das weiße Herz mit. Selbstverständlich. Ah, dummer Treffer. Ist dumm. Range Up ist gut. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen, treffen lassen. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich meine, einen Hint habe ich noch, theoretisch. Aber wir müssen es ja nicht herausfordern auf das letzte blaue Herz. Okay. Wir nähern uns dem Boss, wenn hier der Itemraum... der andere... Nein! Wenn hier der andere Geheimraum kommt. Komm schon. Okay. Nee. Das jagen wir gleich mal beides in die Luft. Ja, da ist der Boss. Jetzt haben wir den Shop leider noch nicht. Ich würde gerne noch den Shop, weil da könnte ein blaues Herz noch für mich sein. Der kann auch nicht weit weg sein. Der kann auch nicht weit weg sein. Wir müssen noch in den Shop. So leid es mir tut, wir müssen noch in den Shop. Ja, sag ich doch. Oh, Junge. Wir kriegen wieder ein Boss-Item. Wir sind zwar in Caves 1, aber wir kriegen ein Boss-Item zumindest. Jetzt habe ich sogar noch für ein extra Item. Nein, ich kann es mitnehmen. Check, check. Einmal nachdenken, bitte. Ich kann es mitnehmen. Ich habe ja extra Trinket-Item oben gerade gezogen. Sehr nice. Dann kannst du in der nächsten Ebene einsetzen, dann kriege ich nämlich ein Boss-Item und zwei Soul-Hearts. Ich könnte es sogar weiterhin mitnehmen. Ich könnte es weiter mitnehmen. Wie weit will ich es mitnehmen? Ich will es mitnehmen bis... Quatsch, das ist ja gar nicht Pandoras Box. Das ist ja gar nicht Pandoras Box. Das ist ja dieses Ding, was da wo... Ja, passt schon. Was dort, wo man sozusagen ist, da gibt es dann ein Item. Aus dem Pool, der dort vorhanden wäre. So ein Ding ist das. Jo, ich weiß nicht, warum es mich nicht getroffen hat, aber mir soll es recht sein. Ja, unser Damage ist halt scheiße. Schaut euch das an. Wir brauchen... Oh nein, 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 nein. Der hat böse Schaden gemacht. Der hat ganz böse Schaden gemacht jetzt. Fuck. Der nächste Hit ist das weiße Herz. Und der nächste Hit ist mein Satan-Deal. Auch das muss ich wieder dazu sagen. Okay, tschüss. So, diesmal gehe ich rein.
will mir zwar nicht das Item holen, aber ich will die Dings einsetzen. Ach, komm schon, wirklich. Oh, es hätte so viel besser sein können. Ach, nee, ey. Oh, es hätte so viel besser sein können. Oh, das war jetzt eine Pleite. Oh, das war eine Pleite mit dem Geschenk. Ach, dann hätte ich es lieber beim Boss einsetzen sollen. Dann hätte ich ein Boss-Item bekommen. Ah, das war jetzt ja kompletter Müll. Naja, was soll's. Neue Chance. Wir haben zwei blaue Herzen. Schwarze Herzen, wollte ich sagen. Wenn wir die nicht verlieren, dann bekommen wir nach dieser Ebene ein schönes neues Herz dazu. Das wäre doch was. Aber wir werden sehen. Da ist der nächste Geheimraum, okay. Dann haben wir die... Ah, nee, Quatsch. Das ist der nächste Geheimraum, sage ich schon. Der ist da drüben irgendwo. Da wollte ich noch gar nicht reinlaufen, aber es ist okay. Wir müssen uns gleich noch die Kiste holen. Oh, das war knapp. Ich sehe da was. Schön. So, Kiste. Perks. Ansonsten steintechnisch ist hier nichts, ne? Nee. Gehen wir mal nach oben. Ah ja, gute Entscheidung. Na, ah, schlechte Entscheidung. Wafer. Einfach Wafer wieder gezogen. Das ist stabil. Shop brauchen wir eigentlich nicht besuchen bei dem. Ich meine, wir könnten... Na, wir gehen rein. Wir haben so viele Schlüssel, wir gehen rein. Dann können wir gucken, was da ist. Dann können wir überlegen, ob es sinnvoll ist, Geld zu sparen und so weiter. Und vielleicht landen wir ja auch im Kampf. Dann haben wir den Kampf gleich weg. Wir landen nicht im Kampf. Oh, wir landen in so einer Mischung. Eieiei. Okay. Okay, das war ein interessanter Shop. Gut, dann geht's hier runter zum Boss. Genau. Sehr schön. Und dann ist hier der letzte Geheimraum. Sehr schön. Dann Abflug. Diesmal holen wir uns das Herz. Das werde ich jetzt ja wohl nicht vergeigen hier. Oh mein Gott. Ein ernster Herr, gerade reingerannt zu sein. Was hat's? War es dann auch wieder mit dem blauen Herzen, ne? Aber jeder Treffer ist an sich jetzt nur ein halber, ne? Bis das funktioniert. Gut. Leider kein Deal, aber das ist okay. Hauptsache, das HP abkommt her. Das ist doch schon mal was. So. Jetzt möglichst schnell. Oh nee. Oh nee. Na gut, dann beenden wir den Raum eben so. So war es zwar nicht gedacht. Aber kann ich akzeptieren. Wir finden einfach nicht sofort den Itemraum. Warum nicht? Nein, hör auf. Boah, das war knapp. Gut, runter. Itemraum, sehr schön.
Man muss nur schimpfen. Man muss nur schimpfen, dann kommt er schon. Oh, der Traktorstrahl. Oh mein Gott. Wie viel Glück kann ich eigentlich haben? Holy shit. Damit kann ich wieder selber schießen. Haben wir letztes Mal gelernt. Das ist das Item für Lilith. Das ist das Item für Lilith einfach. Nice, dass es wieder da ist. Hier ist ein Geheimraum. Und hier lerne ich fliegen. Das ist ja noch besser. Da lerne ich einfach fliegen. Und jetzt haben wir uns einfach in den Shop reingebracht. Das ist auch okay. Da kann man mal gucken, was es hier gibt und stellen fest, es gibt hier nichts für uns. Schön. Und jetzt kann mich das hier alles mal kreuzweise, weil ich kann fliegen. Okay, wollen wir Geld ausgeben? Ja. Mit der Chance auf Pretty Fly. Komm schon, Pretty Fly. Komm schon, Pretty Fly. Pretty Fly, nice! Noch ein Pretty Fly. Noch ein Pretty Fly. Noch eins, komm. Gib mir noch ein Pretty Fly. Gib mir noch ein Pretty Fly. Noch ein Pretty Fly. Pretty, pretty, fly, fly. Pretty, pretty, fly, fly. Komm schon. Nice. Gutes Spiel. Grafisches Spiel. Das trifft genau meine Vorstellungen. So, ja, dann können wir jetzt nämlich auch noch die Sachen holen, die da oben in dem Raum waren. Da wir jetzt ja fliegen können. Hui. Was haben wir hier für eine Pille? Okay. Keine spannende Pille, aber eine Pille. Dann geht's da unten zum Bossi weiter. So. Da ist nichts weiter Spannendes. Okay, ich kann eh fliegen, da kann ich mir das eh checken, snacken, wie auch immer. Und aufpassen, weil trotz Flug tun die Steine einem drinnen dennoch weh. Da muss man aufpassen. Weil ich gar nicht weiß, ob der Stein, der im Boden ist, jetzt mir auch wehtut, wenn ich fliegen kann. Ich will es aber lieber nicht rausfinden. Weil ich habe halt nur dieses eine Herzchen. Yo, die blaue Pille ist wieder Balls of Steel, wie im letzten One auch schon. Nice. Yo, ich riskiere hier gerade... Alter, ich habe hier gerade nur Glück. Ich habe hier gerade nur Glück gehabt mit den Pillen. Was ist das denn? Insane. Okay, wir sind in Devs 1, das heißt, es geht noch nicht zu warm. Wir können einfach ganz normal den Boss spielen. Schöne Geschichte. Angel Deal könnte passieren. Okay, Satan Deal ist passiert. Aber auch den können wir jetzt gerne uns mal angucken. Das ist die Black Crown. Die ist neu. Die hatten wir noch nicht. Ich weiß nicht, was sie tut. Ich würde sie gerne einfach ausprobieren, weil ich sie nicht kenne. Nehmen Sie mit. Loss is Power. Okay, was immer das bedeutet. Loss is power. Nicht treffen ist gut oder so? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja, hier ist die Vermutung, dass ich hier mit dem Messer hinkommen muss. Ich schätze, ich muss hier mit dem Messer hinkommen. Das werde ich in einem der nächsten Parts mal testen. Das Ding ist ja, die andere Krone, die blaue Krone, die ist ja aktiv, wenn man volle Energie hat. Ich schätze mal, dass die dann aktiv ist, wenn man wenig Energie hat oder so. Ich meine, dann ist die jetzt für mich nicht sonderlich attraktiv. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Ich habe es jetzt halt mal gekauft, weil ich es nicht kannte. Und außerdem müssen wir Items holen, die wir noch nicht hatten. Weil die dann... Ja, die schalten ja auch was frei, wenn wir Items einsammeln, die wir noch nicht haben. Ja, das muss man ja auch machen. Nice.
Also ich will jetzt im Prinzip kein Loss erleben. Wir wollen keine Verluste hier. Alles ist gut. So. Okay, Vorsicht vor den Viechern. Die sind böse. So. Ah, du bist kein Gegner. Hm. Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Nein, gehen wir nicht, weil dann ist das weiße Herz weg. Aber sollte das weiße Herz jetzt verschwinden und ich nicht rechtzeitig blaues Herz davor stecken können, dann bin ich ganz ehrlich, dann werden wir auf jeden Fall in den Stachelraum einmal reingehen. Denn da ich fliegen kann, ist es ja sowieso einmal gratis. Oha. The Sun. Nice. Nice. Sun ist very nice. Einfach ein Miniboss hier drin. Das habe ich nicht bestellt. Aber es ist okay. Komm, mach dich weg. Danke. So, ja, hier ist der Geheimraum. Nicht der geilste Geheimraum, aber wir können mal ein bisschen hier sprengen und hoffen, dass noch was Cooles bei rumkommt. Außer Münzen. Yes! Exactly this one. Okay, sobald wir einen Shop haben, können wir das auch noch ausnutzen. Da ist mein Shop auch schon. Und da ist jetzt auch mein Itemraum. Wir merken uns mal, dass Lava hier ist, falls wir es irgendwie benötigen sollten. So, was gibt's mir, was gibst du mir gratis? Den Sack. Na, dann nehme ich mir den Sack doch einfach mal mit. Ja, jetzt ist es, ab jetzt ist es useless, weil wir kriegen keinen weiteren Shop mehr. Wir sind in Necropolis 2. Ist wurscht, macht nix. Ist wurscht. So, wir haben so viele Bomben, ich spreng hier alles auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass da eine coole Karte dabei ist, ist halt nicht null. Wie ist das? Insofern passt die Geschichte. So. Oh, wir haben uns einmal hochgeportet. Das ist okay. In den Raum wollte ich eh reinlaufen. Der Gegner taucht auf. Deswegen sollte man das eigentlich immer erst nachher machen, aber was soll's. Ah, nice. Okay. Der Stachelraum rückt näher. Der Besuch des Stachelraums zumindest. Oh, hier ist der Boss. Okay, okay, okay. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber ist okay. Ich hätte ihn eher da vermutet, wo es jetzt hoch zu dem anderen Geheimraum geht. Gut, da ist also Mom. Wenn wir Pech haben, wenn wir in sie reingeportet irgendwann durch den Flug, dann ist es halt so. Bis dahin werden wir noch versuchen, möglichst viel hier mitzunehmen. Aus der Ebene. Nice. Okay. Das war ein sehr unnützer Raum. Aber es ist in Ordnung. Oh, okay.
Okay, mit The Fool kann ich mich aus dem Stachelraum rausporten und mache sogar gar keinen Schaden. Umso besser. Das ist noch viel besser als alles andere. Das ist noch viel besser als alles andere. Dann gehen wir jetzt direkt in den Stachelraum. Optimado. Naja, gut. War ja gratis, von daher ist das in Ordnung. So, jetzt muss ich mir nur die Karte zurückholen, die ich vorher hatte. Die möchte ich gerne mitnehmen weiterhin. The Sun. Und dann geht's zu Mom. Halt, den legen wir noch in die... Sprengen wir noch in die Luft. Das war leider nix. Nutzlos, nutzlos, nutzlos. Aber wir haben alles gesehen. Alles gemacht, alles gesehen. Hier können wir noch zwei Kollegen sprengen. Geht dann nichts. Dann eben nichts Usefulles. Dann ist das okay. Abflug. Zack, und los geht's. Ja, schön. Schön, schön, schön. Da sehe ich doch schon wieder was. Hat sie selber erledigt. Ist auch in Ordnung. Habe ich nichts dagegen. Wenn sie sich selbst drum kümmert, bin ich da voll auf ihrer Seite. Gar kein Problem. Okay. Interessant. Könnte cool werden. Könnte auch schwachsinnig werden. Mal Shot Speed up. Ach, das andere war Perks. Okay, scheiß drauf. Passt. Und der Rest ist Müll. Gut. Also im Prinzip Shot Speed up mitgenommen und that's it. Kann man machen. Ist okay. Die Tiersrate ist gut. Dass wir den Dings wiedergefunden haben, ist enorm gut. Ne? Den, weißt du schon? Den hier, den Traktorstrahl. Dass wir den halt wieder haben, ist insane. Zweimal hintereinander. Wie viel Glück kann man haben, in einem Lilith One zweimal hintereinander den Traktorstrahl sich zu snacken? Also ernsthaft, wie viel Glück kann man haben? Das ist halt, wie gesagt... Ah, das Scheiße ist schlecht gesetzt. Okay, dann lassen wir das jetzt. Nice. Nehmen wir noch mit. So. Das wird wohl nicht der Bossraum, Geheimraum sein. Das heißt, wir gehen eher mal in die Richtung weiter. Ich vermute, dass es hier angenehmer wird. Wir wissen es aber noch nicht, aber wir gehen mal in die Richtung. Ja, doch, da geht es auf jeden Fall weiter. Das kann man so machen. Ah, hier ist Schluss. Scheiße. Da ist einfach... Hä, wo führt denn... Wie ist denn dann... Ach, dann geht es da von oben vielleicht... Okay, na, es könnte verschiedene... Es könnte von da unten hochgehen. Ja, da unten geht es halt auch weiter. Müssen wir alles testen. Müssen wir austesten. Wir kommen ja ganz gut durch. Alles in Ordnung. Ja, hier ist Schluss. Okay. Dann geht's doch oben rum. Dann geht's doch oben rum. Wieso gehe ich dann runter? Ah, ich bin dumm. Oh, das Ding ist offen. Was ist hier? Nix, Abflug. Ab nach oben. Dann war ich schon am Anfang komplett richtig. Naja, ist auch in Ordnung. Oh, nice, 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 nice. Vor allem das Schöne ist, wir kriegen gleich wieder ein Herz dazu. Und dadurch, dass ich ja Sun dabei habe, ist es natürlich gut, je mehr Herzen ich habe, umso besser ist die Geschichte. Ich darf nur das Sun versehentlich einsetzen. So, das ist was, was ich mir zutraue, was ich hinkriege. Versehentlich einfach Sun einsetzen, wenn ich eine Pille einsetzen will. Deswegen setze ich auch die Pillen immer sofort ein, dass die gleich weg sind und ich da nicht irgendwie Quatsch mache noch plötzlich. So, okay, neue Pillen. Nice. Speed up. Speed up.
No, jetzt haben wir die dritte Pretty Fly. Es ist ja insane. Okay. Kann man machen. Gut. Sehr nice Pillen. Von Anfang an. Hui. Geht nicht ganz so gut wie vorhin, was den Damage angeht, aber es geht gut. 36,3% Chance für den Devil Deal. Wir werden sehen. So, tschüss. Kollege, war nett mit dir. Gar nichts gibt's. Gar nichts gibt's. Und das Ding ist eben, dadurch, dass ich Sand dabei habe, ist es schon hier sinnvoll, jetzt auf die roten Herzen zu gehen. Normalerweise könnte man sagen, es ist gut, das so ein bisschen ausgewogen zu machen, ne? Aber in dem Fall kann ich mit einem Mal Q drücken, mich komplett voll heilen. Das ist schon sehr viel wert. Oh, ich hab gerade gar nicht mein Dings eingesetzt, ne? Ich habe einfach so gekämpft. Fällt mir gerade auf. War natürlich risky, aber ist okay. So, hier ist der Geheimraum. Okay. Den snacken wir gleich mal weg. Tschüss. Ja, das nützt mir jetzt richtig viel, der Steam Sale. Mensch, der kann sich gleich einreihen in mein anderes Spacebar-Item. Das nützt mir genauso viel. Noch was los? Wo ist der Gegner da? Wo gehen wir weiter? Wir gehen nach unten weiter. Nach unten offenbar gehen wir weiter. So, jetzt ist die Frage, ist der Stachelraum ein Ding? Ich würde sagen, solange ich nichts habe zum Heilen, eher nicht. Ah, Mist. Ach, ich habe ja Wafer. Es kostet mich ja sowieso nur. Stimmt, ich habe ja Wafer. Es kostet mich ja sowieso nur ein halbes blaues Herz. Ja, mal gucken. Wenn wir noch irgendwo ein blaues Herz rumfliegen haben, dann würde ich es machen. Habe ich vergessen. Ich habe komplett vergessen, dass wir ja Wafer haben. Einfach mal Wafer verdrängt. Ah, da ist nichts Gescheites drin. Da ist gar nichts drin gewesen. Das ist der Raum mit dem Geheimraum und da geht es auch direkt zum Boss. Okay. Also wenn der Geheimraum jetzt nicht noch ein blaues Herz für mich hat, gibt es erstmal keinen keinen Stachelraum. Okay. Interessant. Jetzt machen wir erstmal den Boss und dann, wenn wir noch genug übrig haben, gehen wir noch in den Stachelraum. Aber erst Bossi. Ne, Mom? Erst machen wir dich. Erst darfst du hier einmal dran glauben. Tschüss. Da ist mein blaues Herz. Das nehme ich aber erst, nachdem ich im Stachelraum war. Weil sonst lade ich jetzt nur ein halbes auf. Das wäre Quatsch. Okay. Einmal Stachelraum. Curse Room heißt das Ding im Original, wenn man es richtig ausspricht. So, da sind wir. Kostet mich das jetzt auch überhaupt nichts. So. Nutzloser Müll. Passt. Und ich kann mein blaues Herz holen. Und wir gehen weiter. In die Kathedrale. Zack. Abflug. So, dann sind wir jetzt fast voll mit Lilith. Fast voll. Das ist wahrscheinlich echt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich mit dieser Black-Krone, ja, Black-Krone, mit dieser schwarzen Krone machen sollte. Fast voll sein, aber es ist egal. Na, auch wenn Loss ist gleich Power, keine Ahnung. Ich lese jetzt mal kurz, Interesse halber, lese ich mal kurz jetzt, was diese Krone kann, dass ihr es auch mitbekommt. Wer es nicht hören will, hört weg. Also, das war irgendwie Dark Crown, keine Ahnung. Ich tippe mal Dark ein und gucke, ob ich es... Ja, genau, da ist sie. Ein Afterbirth Plus Item. Wenn man ein rotes Herz hat,
bekommt man plus 1,5 Range Up, plus 2 Konnotiers ab und plus 0,2 Shot Speed ab. Und der Effekt geht immer weg. Also, nur mit einem roten Herzen. Okay. Das ist also dann geil, wenn man auf blaue Herzen geht und sonst halt nur ein rotes Herz hat. In unserem Fall also kompletter Müll. Ich hätte es mir also nicht kaufen sollen, aber da wir jetzt wieder volle Energie haben, war es keine... Also es war praktisch eine Fehlentscheidung, aber es war keine Entscheidung, die mir irgendwas kostet. Ja, lol. Die kann ich schon gar nicht mehr nutzen. Na, es war so gesehen eine Fehlentscheidung, aber sie bringt mir keinen Schaden. Das ist okay. Damit kann ich leben. Oh. Ja, wir verzögern das Besiegen von Blue Baby einfach. Wir haben es im letzten Part nicht hinbekommen, weil wir dumm waren. In dem Part liegt Blue Baby dann gleich und wir brauchen halt einen Part mehr. Es ist okay. Es ist okay. Es ist ein bisschen ärgerlich, weil es halt mir den kompletten Part nochmal kostet. Aber so haben wir jetzt noch die Dark Crown kennengelernt oder Dark Prince Crown oder wieder. Ach, ich bin dumm, ich bin da reingelaufen. Das wollte ich nicht. Wo ist er? Wo waren jetzt noch ein Gegner? Eise. Nix gesehen habe ich. Nix gesehen. Nada, niente. Gar nichts habe ich gesehen. Oh shit. Da wollte ich die nicht hinpfeffern. Na dann halt nicht. Oh, ich kann mich in den Stachelraum reinbremsen. Bomben. Reinbremsen. Ich weiß auch nicht. Reden ist gerade nicht so. Ne? Range up. Urks. Weiter. Okay, es wird wohl in die Richtung weitergehen. Wir sind ganz gut unterwegs. Oh. Ja, es geht eindeutig in die Richtung weiter. Da oben ist ja auch der andere Geheimraum. Tschüss. Interessanter Raum. Ist wahrscheinlich schlimm, wenn man nicht fliegen kann. In dem Fall juckt. Okay, zwei Geister. Crazy. Crazy Raum. Ja gut, dann machen wir noch aus den... Ach so, aus den blauen Herzen schwarz, wollte ich sagen. Ja, ist ja nur eins. Hat sich erledigt. Guck, da bin ich wieder. Vor allem diesmal haben wir auch noch die Pretty Flies. Wir haben Wafer, also... Man könnte sich einfach durchtanken. Ich will nichts predikten. Ich will echt nichts predikten. Aber Blue Baby liegt. Das kann nicht mehr schief gehen. Also den Run kann selbst ich nicht versauen. Also wirklich nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wenn ich den Run versaue, ich lösche das Spiel. Wenn ich den Run versaue, ich lösche das Spiel. Ich sag's euch. Das kann ich nicht versauen. Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Ich brauche jetzt nicht mal das schwarze Herz einsammeln, weil ich kriege jetzt noch ein HP ab. Ich habe volle Herzen. Ich brauche hier nicht mal das schwarze Herz einsammeln. Ich habe jetzt volle Herzen. Ich kann den Run nicht mehr versauen. Vielleicht kann ich noch ein Item einsammeln, was mir den Run versaut. Ich weiß es nicht. Na, vielleicht kann ich noch irgendwas... Ja, die Platte wird mir bestimmt den Run versauen. Das wird mir auch garantiert den Run versauen. Das wird mir auch garantiert den Run versauen. Oh, nice. Das ist insane. Hätte ich das mal vorhin gesammelt, das Zeug, ne? Das wäre vorhin cool gewesen. Aber ja, ich wollte vorhin leider zu viel. Mega-Satan war noch zu früh. Für Mega-Satan war es leider noch ein bisschen zu früh. Naja, was soll's. Yo! Ey, wieso ist das vorhin nicht... Wieso ist das vorhin nicht passiert? Ganz ehrlich.
Ja, komm. Ihr wollt mich doch echt fahren. Also, wieso ist... Was ist jetzt? Wo bin ich jetzt wieder hängen geblieben? Ja, okay, Hermit brauchen wir hier nicht. Aber wieso ist das vorhin nicht passiert? Ich habe vorhin so viele Räume geklärt und es ist nie was Brauchbares gekommen. Und jetzt kommt einfach Faith am Anfang. Also, was soll denn das? Okay. Ich hätte gedacht, hier geht's weiter runter, weil da unten der Geheimraum ist. Aber dann muss ich wahrscheinlich nach links gehen. Jawohl, da geht's weiter. Ey, es ist so frech vorhin gewesen. Es ist so frech vorhin gewesen. War einfach kompletter Müll, was ich da gemacht habe mit dem Satan als erstes. Die Reihenfolge wäre andersrum gewesen übrigens, ne? Sehe ich das richtig? Jetzt kommt mir, das kommt mir jetzt erst. Man geht zu Blue Baby und dann zu Mega Satan, richtig? Weil bei Mega Satan ist Schluss. Ist ein Gegner? Der auf meiner Seite. Ach so. Ja, wo kommt der denn her? Was bist du denn? Toxic Breath, okay. Hatte ich noch nie. Ist gut, weil Items, die man noch nie hatte, einsammeln, ist sehr gut. Denn das kommt dann alles in den Pool rein. Okay, wir müssen hier richtig weit außen rumlaufen. Alter! Wait, okay. Okay, wait a minute. Der öffnet auch Mega Satan, ne? Okay, wir gehen zu Blue Baby und dann gucken wir, ob wir zu Mega Satan kommen. Aber diesmal auf jeden Fall erst Blue Baby. Yo! Wie viele Items will mir diese Chest noch geben? Chest? Ja. Alter, ist das eine insane Chest gerade. Ist das normal, dass jedes Ding nochmal ein zusätzliches... Ja, Alter. Ist das normal, dass jedes Ding nochmal ein zusätzliches Item ist? Ist das normal? Wenn halt eine Chest kommt sozusagen, ich meine, vorhin hatte ich halt das Pech, dass keine Chest gekommen ist. Aber wenn eine kommt, ist das normal? Alter. Das ist nochmal Balls of Steel, das können wir behalten, falls wir... Nee, können wir nicht, das ist irrelevant. Das ist alles irrelevant. Weil ich verliere die Herzen ja nicht im Sinne von, dass sie weg sind. Ja, okay, scheiß drauf. Baby! Moin! Genau, und wenn ich den besiegt habe, dann kann ich nochmal zu Mega Satan, richtig? Das Achievement für ihn, wenn ich ihn besiege, kriege ich ja direkt nachdem ich ihn besiege und nicht, als wenn ich in die Chest reingehe. Sehe ich das gerade richtig? Ist das die richtige Reihenfolge? Hätte ich das vorhin eh falsch gemacht? Ja, tschüss, ne? Ja, da ist das Achievement. Cambion Conception. Und jetzt kann ich noch zu Mega... Oh mein Gott. Dann müssen wir einmal schnell wieder aufladen. Und einfach weiter Stuff holen. Das hätte ich vorhin machen sollen. Ich hätte vorhin auch erst die Chest clearen. Ich hätte vorhin wahrscheinlich ganz viel die Chest clearen sollen. Das wäre wahrscheinlich das viel bessere gewesen. Ich habe übrigens gerade You Feel Balanced eingesammelt. Das wollte ich nicht. Das wäre eigentlich jetzt nicht das Item der Wahl gewesen. Dadurch habe ich mein Damage wieder ordentlich runtergeschraubt, weil das sich aufteilt alles. Aber gut. Ich wollte nur mitteilen, mir ist es aufgefallen, etwas zu spät. Aber es ist mir aufgefallen, dass ich das eigentlich nicht mitnehmen wollte. So, Dings wieder aufgeladen. Sehr schön. Dann gucken wir jetzt mal, ob ich... Wow! Ja gut, da hat Holy Shield gesaved.
dann gucken wir mal, ob ich jetzt wirklich den Satan-Dings einfach aufmachen kann. Weil wenn ich es nicht kann, dann würde ich eh hier nicht weiterspielen. Yo! Oh mein Gott, er geht einfach auf. Okay, alles klar. Gut, gut. Ist okay. Ist okay. Ja, kein Problem. Dann sammeln wir noch ein paar Items hier. Sicher ist sicher, ne? Wer weiß, was noch alles hier kommt. Vielleicht kommt ja noch ein paar Chests. Das ist keine Chest. Aber wie gesagt, sicher ist sicher. Wer weiß, was uns hier alles noch gleich um die Ohren geflogen kommt. Und ich habe halt diesmal 3 Pretty Flies. Ich bin enorm gut vor Schüssen geschützt. Das ist halt der große Vorteil im Vergleich zu vorhin. Vorhin hatte ich halt keinen Schutz und dadurch war ich ziemlich mies. Dadurch war ich ziemlich mies, was Hits anging. Ich konnte leider kaum ausweichen. Das war nicht so gut. Noch eine... Jawollo. Aber noch einen Bogen bekommen und das war's. Mehr kann ich nicht tun. Das war alles. That's all, folks. That's all, folks. Abflug. Wir gehen noch über Mega Stan in die Masse. Ja. Ach ja, und ich habe ja auch noch Wafer. Es ist ja nicht nur... Alter, wir haben so viel. Und die Attack Fly ist noch am Start. Wieso hätte es nicht im letzten Part schon so laufen können? Hätte ich jetzt einen Part weniger für den Quatsch aufgenommen. Naja, was soll's. Guck, da bin ich wieder. Ja, du hast richtig Bock, ne? So, geh mal in den Hintergrund. Lass mal die nächsten Kollegen ran. Dass wir auch vorankommen. So, tschüssi, 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 tschüssi. Bleib, wo du bist. Kommt mir nicht zu nahe. Ich will natürlich trotzdem versuchen, ziemlich hitfrei zu spielen. Ne? Also ich will es nicht hier durchtanken, weil ich weiß ja nicht. Es kommt dann noch diese Phase, wo er ordentlich richtig dann drauf powert. Nicht, dass es da dann noch irgendwas passiert. Man weiß es nicht so genau. Aua. Ja, man weiß es nicht so genau. Ich gehe hier kein Risiko ein. Auch der Engel hier kann böse sein. Aber, ich meine, es ist so viel, was gleichzeitig Schaden macht. Die Attack Fly, die Viecher, die da rumfliegen. Zumindest dürfte er jetzt gleich mal seinen ersten Abflug machen. Na, das war nicht der erste Abflug. Das ist der erste Abflug. Jetzt kommt dieser Totenkopf raus und jetzt muss ich schauen, dass ich ausweiche. Ich muss einfach nur hochschießen und ausweichen. Das ist alles. Ich kann eigentlich so hier hingehen und ausweichen. Treffen tue ich ja, ne? Nicht, dass ich nicht treffe, das wäre dumm. Ja, ist ja gut. Aber viel macht er in der Phase auch nicht, wenn man... Also wenn man Pretty Fly hat, macht er in der Phase wirklich nicht viel. Weil man das meiste einfach... Die meisten kann man einfach ausweichen. Keine Ahnung. Und dann habe ich auch noch den... Oh, ich habe auch noch den Bogen, der die Schüsse wegschießt. Nice. Das habe ich gar nicht realisiert, dass diese Knochenbögen, die schießen die Schüsse weg. Die wehren das richtig ab. Die wehren das richtig ab. Wie so ein Schild zusetzen. Nice. Sehr nice. Damit muss ich nur der Hälfte ausweichen und wenn ich getroffen werde, ist es Wafer, der mich rettet. Also, ich bin viel zu OP für ihn. Ich bin gerade viel zu OP für ihn.
Ich spiele nicht gut, weil ich werde echt noch oft getroffen. Aber ich bin viel zu OP für ihn. Ciao. Insane. Genau, und nach Satan ist nämlich automatisch vorbei. Das heißt, ich wäre sowieso vorhin in der falschen Reihenfolge unterwegs gewesen. Ja, dann war es ja gut, dass wir es nochmal gemacht haben. Champion Conception has appeared und Big Baby has appeared. Nice. Danke fürs Zuschauen und tschüss.